Hallo zusammen, schönen Gruß aus den Alpen. Und zwar stehe ich mal wieder wirklich mittendrin. In die Richtung ist Lauterbrunn, da hinten der Grindelwald, Eigermönch, Jungfrau und so weiter. Und in die Richtung sind die Lobhörner. Wo sind sie? Lobhörner. Lobhörner, die Überschreitung der Lobhörner für Kletterer, eine Muss-Tour, eine der ganz großen Touren der Alpen, ganz, ganz bekannt und sehr, sehr schön. Steht bei mir schon ewig auf der Liste. Als ich noch regelmäßig klettern war, hat es irgendwie nie funktioniert. Und jetzt, wo ich nicht mehr klettern kann, ist es eigentlich zu schwer für mich. Aber ich habe mir den Bernhard mitgebracht, beziehungsweise ihn überredet, dass er mich da hochschleppt. Und ich vertraue ihm, dass er mich da hochbringt. Eigentlich sind wir hier, um ein Foto zu machen, auch so ein richtiges Klassikerfoto. Das möchte ich heute Abend machen. Hinter dieser Hügelkette sind Eigermönch und Jungfrau. Die sieht man von da oben. Und das war die Idee, dass wir quasi darüber fotografieren zum Sonnenuntergang. Aber im Moment ist halt einfach dicht bewölkt und man sieht sie eben nicht. Das ist ein bisschen das Problem mit den Lobhörnern. In der ganzen Schweiz kann gutes Wetter sein und trotzdem können die dick in den Wolken hängen. Und das ist heute wahrscheinlich auch so ein bisschen so. Ich glaube, wir haben Pech. Ich musste nachher noch mit dem Bernhard reden, ob wir nicht morgen früh zum Sonnenaufgang um 5.30 Uhr da an der Wand hängen wollen. Fragen kann ich ja. So oder so, anstrengende Tour. Wandertipp, einer der ganz großen Wandertipps wäre von mir, fahr mit dem Bus nach Sachsen und dann läufst du an den Lobhörnern vorbei bis nach Lauterbrunn runter. Eine sehr lange Tour, nicht schwierig, aber sehr lang. Aber super, super schön. Also könnte kaum schöner sein. Und wenn du dann möchtest, machst du eine zweite Tour von Lauterbrunn, stehst in Lauterbrunn und am nächsten Tag gehst du von Lauterbrunn nach Grindelwald rüber und dann meinetwegen am nächsten Tag nach Meiringen. Und dann bist du quasi hier einmal quer seitlich durch die Alpen, durch einen der schönsten Teile der Alpen, wirklich, versprochen. Wir essen jetzt Abendbrot und hoffen, dass es ein bisschen auftut. Wäre noch gut. So, wir versuchen das jetzt einfach mal. Es hat so ein ganz, ganz bisschen aufgetan, aber in die Richtung, wo es auftun soll, eigentlich noch gar nicht. Genau da hängen die Wolken. Aber wir hoffen natürlich, dass wir brauchen 1,5 Stunden, bis wir wirklich parat sind mit dem Klettern, dass es bis dahin so weit aufgetan hat, dass die Sonne ganz kurz durchkommt, der Eiger ganz kurz zu sehen ist und ich ganz kurz ein Foto mache. Wir haben nichts Besseres zu tun. Also, auf geht's. So, jetzt steigen wir ein. Immer noch ein bisschen skeptisch mit den Wolken. Vorhin hat man den Eiger ganz kurz sehr schön gesehen, also wunderschön gesehen. Wir geben die Hoffnung nicht auf. 1,5 Stunden bis zum Sonnenuntergang, also es könnte klappen, dass wir im Hellen wieder runterkommen. Ich war ewig nicht klettern. Ich habe so ein ganz bisschen ungutes Gefühl. Es geht halt echt hoch. Na gut, auf geht's, komm. So, das war jetzt leider nichts. Stimmung ist schon nicht ganz unattraktiv, aber halt auch nicht so, wie wir es haben wollten. Die Sonne kommt jetzt gerade noch mal durch, kaum dass wir wieder unten sind. Haben es jetzt abgebrochen, bevor es dunkel wird. Von hier aus halt nur ein Block. Ich müsste eigentlich viel weiter weg sein, damit man diese Form sieht. Ich versuche das gleich noch mal mit dem Mondlicht und so weiter, dass man die Form davon sieht. Und ich hoffe nach wie vor, dass der Eiger gleich noch durchkommt. Den nehme ich ja auch im Mondlicht. So wie letzte Woche, da war der auch so schön. Timing, Timing, Timing. Verdammt. Naja. Erstmal absteigen. So, zurück am Lager. Zumindest ist heil wieder runtergekommen. Das ist ja immer das Wichtige. Ich mache jetzt noch, bereite jetzt vor das letzte Zielfoto, das obligatorische Zelt zur blauen Stunde vor dem Lobhörner in dem Fall. Suche ich mir jetzt eine Position, stelle 2 Lampen in die Zelte und dann schlafe ich halt auch mal durch. Das wäre ja auch nicht verkehrt. Wecker klingelt dann um 5 Uhr, wie immer, weil da ganz leicht zu sehen, der Eiger und die Sonne geht irgendwo dahinter auf und das möchte ich natürlich mitnehmen. Also, ich sag mal gute Nacht, bis morgen. Guten Morgen, es ist kurz nach 5. Die Lobhörner, ganz schön, da ist der Mond nicht mehr voll, aber noch fast voll quasi. Eiger, Mönch und Jungfrau und da hinten geht die Sonne auf und oh, ganz, ganz schöne Stimmung, super, wirklich super schön. Ich warte jetzt drauf, dass die ersten Sonnenstrahlen kommen. Die Nacht war sehr angenehm, die Kühe wachen langsam auf, ich höre die Kuhglocken. Nachts über habe ich wirklich überhaupt gar nichts gehört. Also gar, wirklich gar nichts. Jetzt stehe ich hier oben, da hinten ist ein Wasserfall, der rauscht. Wie gesagt, da sind die Kühe am Glocken. Da unten sehe ich nach Lauterbrunn sehe die Lampen, aber Autos sehe ich da noch nicht. Es ist friedlich, es ist richtig schön friedlich. Es tut so gut, es tut so gut, einfach hier zu sein. Ruhe, Frieden, frische Luft einatmen. Es riecht halt auch nach feuchtem Gras jetzt am Morgen natürlich. Und sich keine Sorgen darüber zu machen, dass ich da gleich noch
gleich noch hoch muss. Ich wollte ja Bernhard ausreden, dass wir doch nicht mehr hochgehen, aber ich muss. Na gut, letztes Abenteuer. So, ich setze mich jetzt hier hin und warte auf die Sonne. Bis gleich. So, es ist 8 Uhr, Zeit für kleines Abenteuer. Bisschen Daumen drücken bitte. Vielleicht meine letzte Klettertour, die ich jemals mache. You never know. Und es geht halt schon ein ganz klein bisschen hoch da. Verdammt. Träume sind zum Umsetzen da. Da sind sie, die Lobhörner. Seit vielen, vielen Jahren, seit fast 10 Jahren, ich glaube seit 10 Jahren steht auf meiner Liste. Und endlich habe ich es gemacht, bevor ich die Schweiz verlasse, noch in den letzten Wochen ja noch ein paar Sachen abgehakt. Ich bin jemand, der hakt Ziele auch wirklich ab und setzt sie um. Offiziell waren wir aber eigentlich hier wegen einem Foto. Das haben wir gestern Abend leider nicht machen können, weil Richtung Eiger dahin zu viele Wolken waren. Wir haben das eben jetzt am Mittag noch schnell gemacht, dass wir wissen, wo und Winkel und Brennweite und so weiter, alles gut. Also wenn wir nochmal kommen, wir müssen nochmal kommen, wenn wir nochmal kommen, dann können wir das nochmal richtig schön zur Abendstimmung machen, was natürlich sehr viel schöner wäre. Lobhörner, wenn du kletterst, setz es mal auf die Liste, kann ich sehr empfehlen, ist wirklich sehr, sehr schön. Alpin, also sehr viel Steinschlag gehabt, das war ein rechtes Thema, Steinschlag. Nicht einfach, aber sehr, sehr lohnend. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Lust wecken. Die nächsten Wochen kommt es nicht mehr aus den Bergen. Ich werde jetzt erstmal viel mich mit Steuern beschäftigen, mit Ikea und Möbeln und so weiter und so fort. Aber I will be back, wie die Österreicher sagen. Oder einer zumindest. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.